Hallo Freunde, willkommen zurück zu Star Wars The Old Republic. Wir sind auf dem Gefängnis, ja, auf dem Gelände der CGI. Korriban? Ingenieursgesellschaft? CIG, so rum heißt es richtig. Alles klar, wir haben zuletzt diese Funkmasten hier auseinandergenommen bzw. ausgeschaltet. Damit sollten die Droiden gestoppt werden, was natürlich sehr sinnvoll ist, wenn man bedenkt, dass hier nur noch Menschen rumhüpfen. Und um die kümmern wir uns als nächstes. Jesse, mach du mal den da hinten. Da vorne haben wir noch einen Nahkämpferteil. Das sollte passen. Das ist aber nett, dass du dich entschlossen hast, doch noch zu helfen. Ich hatte mich schon gefragt, wo du bleibst. Okay, ganz offensichtlich kann die KI das nicht mit dem Angriffssprung hier Höhen überwinden. Das ist ein bisschen schade. Ich meine, Jesse hat natürlich den Angriffssprung. Und ich bin davon ausgegangen, wenn wir schon so nah an der Kante stehen, dass der kürzeste Weg genommen wird. Offenbar nicht. Und offenbar wurde ich mal wieder verarscht. Es ist völlig Wurst, ob wir die Dinger kaputt machen oder nicht. Die Droiden arbeiten einfach weiter. Na, super. Ich würde mir schon wünschen, dass das alles sinnig ist, was wir da machen. Na gut, dann ignorieren wir einfach mal ein schüchternes Brüllen. Ich glaube nicht, dass ich dem Schaden gemacht habe. Das Schild läuft auch nicht, weil das reflektiert einen Teil vom Schaden. Alles ein bisschen komisch gerade. Ich habe so das Gefühl, das läuft nicht so, wie es soll. So, den Fehler mache ich nicht nochmal. Das ist ein fieser Goldener. Den lassen wir erstmal ein bisschen Abstand gewinnen. Das sieht doch sehr vielversprechend aus. Was haben wir denn da? Eine fortschrittliche Hüterarmierung. Yay, Stufe 47. Nicht schlecht. 36 Stärke, 39 Ausdauer. Die könnte fast besser sein als das, was wir zurzeit tragen. Lass mal kurz gucken. Ja, ist ein bisschen besser. Ich würde sagen, das rüsten wir gleich mal aus. Man könnte das auch verkaufen, aber das dauert ein paar Tage, bis man das wirklich los wird, wenn es überhaupt einer kauft. Und nee, das benutzen wir lieber selber. Haben wir sofort was von. Und davon mal abgesehen, was wollen wir mit so viel Kohle? Wir sind derzeit bei ja schon fast 900.000. Geld kann man sich nicht anziehen. Und Geld gewinnt auch die Kämpfe nicht für uns. Okay, Charnus, dann lass mal hören. Die Signaltürme der CIG sind ausgeschaltet. Die Droiden erhalten keine koordinierten Befehle. Sehr gut. Jetzt, wo ihre Sicherheit gestört ist, können wir den Rumpfbrecher direkt vor die Türschwelle der CIG bringen. Es ist alles vorbereitet, Darth Charnus. Endlich. Wenn die CIG fällt, können wir unsere Truppen per Raketenbahn auf ganz Corellia verteilen. Dann wird dieser Planet uns gehören. Wir müssen uns beeilen. Der Rumpfbrecher von Charka ist startklar. Seid ihr bereit, ihn der CIG auf die Brust zu setzen? Wenn das so eine große Bombe ist, warum muss ich das noch jemandem auf die Brust setzen? Okay, dann würde ich sagen, hey, wir haben eine freche Antwort. Sorry, das muss sein. Ich habe später noch ein paar Sargspiel und ein Essen mit dem Imperator. Aber ihr habt Glück. Im Moment bin ich noch frei. Gut. Ich will euch schließlich nicht den Terminplan durcheinander bringen. Das ist nett. Commander, euer Sprengkommando soll den Rumpfbrecher scharf machen. Wenn ihr drin seid, müsst ihr den Vorstand loswerden und die Ionenkanonen ausschalten. Wenn die Raketenbahnen wieder einsetzbar sind, können wir die Invasion fortsetzen. Ja, also ganz so schlimm ist das mit dem Terminkalender nicht, muss ich gestehen. Aber ein bisschen was habe ich vor. Also
Heute Abend noch was essen wäre nicht schlecht. Das muss außerdem noch gekocht werden. Und wo sie Spiel erwähnt. Ja, ich habe ein neues Spiel. Möchte ich euch nicht vorenthalten. Da muss ich noch reingucken bei Gelegenheit und vielleicht die Kleinigkeit dazu aufnehmen. Das macht solchen Spaß. Jetzt fall schon um, das gibt's doch gar nicht. Als wäre das wirklich nötig, das so lange rauszuzögern. Echt nicht. So, was haben wir denn? Zentralturmeingang. Triff dich mit den Sprengstoffexperten. Gut, wenn es die Sprengstoffexperten bis dahin geschafft haben, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die kennen Wege, die ich nicht kenne, oder sie haben alles freigeräumt. Und wenn ich mir das hier draußen so angucke, ja, dann kennen die wohl Wege, die ich nicht kenne und die ich irgendwie nicht benutzen darf. Doof das. Na super. Da hatten wir richtig Glück. Jetzt ist die Gruppe auch schon wieder da. Die haben ja einen Respawn. Das ist ein bisschen gruselig. Aber noch in Ordnung, ich meine. Davon haben wir ja schließlich was. Sind schon fast Level 48. So kann das eigentlich weitergehen. Gold muss jetzt nicht unbedingt sein. Besonders wenn man bedenkt, dass wir gerade keine Bonusquest haben. Da müssen wir uns ja hier nicht durch alles durchhacken. Da können wir ein bisschen abkürzen. Auch wenn das hier alles als in einem Gebäude gilt. Deshalb können wir nicht mit einem Gleiter arbeiten hier. Müssen leider zu Fuß unterwegs sein. Davon abgesehen. Mach keinen Mist. Hä? Ja, das hatte ich gerade verwechselt. Machtwürgen und hier verschleiern bzw. einschüchterndes Brüllen. Ich hatte überlegt, einschüchterndes Brüllen auf die Gruppe zu machen. Und ja, die so ein bisschen außer Gefecht zu setzen. Und dann hätte das mit dem Schaden natürlich alles kaputt gemacht. Aber mit Machtwürgen ist das okay, denke ich. Da habe ich sie völlig zu Unrecht angeschnauzt. Das tut mir leid, Jessa. So, das war jetzt ein bisschen chaotisch. Das kommt davon, wenn man so viel unterschiedliches Zeug immer gleichzeitig macht. Ich brauche mal wieder den ganzen Tag für ein Spiel, dann ist man am Ende wenigstens total eingespielt. So, hier sollten wir uns mit den Nasen da treffen. Ah, da drin. Alles klar. Die fliegen hier durch Wände und durch alles durch. Sie dürfen den Rundbrecher nicht treffen. Ich höre noch keine neue Fähre. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass das nicht dabei bleibt. Sowas in der Art habe ich mir schon gedacht. Thank you.
Oh Mann. Muss das denn sein? Was jetzt noch? Ein Champion mit so einem Stern? Oh Mann. Boah, jetzt. Hab ich ein Glück, dass die Explosionen hier nicht realistisch gemacht sind. Sonst wären wir jetzt wahrscheinlich hinüber. Ja, ziemlich sicher. Das war mal ein richtig harter Kampf. Da hatte man viel zu wenig Zeit zwischen den einzelnen Kämpfen. Beziehungsweise, vielleicht war ich einfach zu langsam. Aber wir sind schon in der DD-Klasse. Stellt euch mal vor, man ist als Tank hier. Dann braucht man länger für die einzelnen Wellen. Überschneiden die sich dann? Okay. Das ist ja zum Glück überhaupt nicht übertrieben groß oder so. Was brauchen wir denn? Reise zum besetzten Handelsratturm. Verschaffte Zugang zum Sitzungssaal. Ja gut, das wird wohl was anderes sein. Moment, wir schalten mal die Klassenquest erstmal aus. Und dann müssen wir natürlich nicht mehr raus, dann müssen wir nur noch zum Aufzug. So macht das Sinn. Können wir denn in der Mitte durchlaufen, ohne kämpfen zu müssen? Beim Versuch könnten wir draufgehen, weil wir beide Gruppen haben. Ich würde sagen, wir riskieren das mal nicht. Immer fies, wenn man einen übersieht, weil der hier hinter allem möglichen Blödsinn versteckt ist. Ich dachte, das sind wirklich nur drei und ja, kein Problem. Aber Tracer funktionieren ja in beide Richtungen. Tracer ist im Prinzip eine Leuchtspurmunition. Die Laser hier funktionieren ja ganz ähnlich. Man sieht, wo man hinschießt, aber man sieht auch, wo es herkommt. Gut, hier können wir eigentlich das meiste umgehen, würde ich sagen. Wobei wir inzwischen wieder einen Bonus haben. 20 Sicherheitskräfte. Ach, ich weiß nicht. Wir umgehen das meiste, würde ich sagen. Das geht einfach viel schneller. Und im Moment sieht es auch gar nicht so schlecht aus, was Erfahrung angeht. Ich denke, bis wir Corellia verlassen, sind wir fast 50. Die beiden nehmen wir mit. Da kommen wir ansonsten kaum dran vorbei. Mit dem hat sie schnell aufgeräumt. Das ist richtig gut. Die Dinger halten wohl nicht viel aus. Ja, 1260, das ist überschaubar. Das kriegt sie mit zwei Treffern hin, wenn sie es drauf anlegt. Ja, Jessa macht inzwischen auch ganz gut Schaden. So muss das ja auch sein. Nicht nur einen Schaden haben, auch Schaden machen. Das ist der Trick. Da haben wir das Terminal vom Aufzug. Sehr gut, ich bin gespannt. Oh, super. Nochmal ein ganzes Stockwerk. Aber das sieht aus wie, ja, ein weiteres Terminal und ein Kraftfeld. Jupp, kommt hin. Das wird eine Riesengruppe sein hier. Du bist Schusstechniker. Na, dann darf Jessa sich mal um den da kümmern. Den machen wir zum Schluss. Den hier nehmen wir vorher noch mit. Grund dafür, dass der Angriffssprung ist bis dahin wieder verfügbar. Und
Und dann sparen wir uns ein kleines bisschen die Lauferei. Wunderbar. Hätte er jetzt noch was gedroppt, hätten wir die ganze Gruppe von dort aus looten können. Das wäre noch ein bisschen schneller gegangen. Erst dringt er in mein Unternehmen ein. Dann stürmt er auch noch unangemeldet hier herein. Meine Droiden werden euch rauswerfen, in Einzelteilen. Dann wird Darth Charnus endlich erkennen, dass die CIG nicht erobert werden kann. Nicht erobert wäre das genauso wie unsinkbar. Das ist ein Unding. Es kann immer irgendwas passieren. Naja. Ich habe bereits eine kleine Armee der Besten der CIG zerstört. Auf ein paar mehr kommt es auch nicht an. Das ist C9X. Die perfekte Mischung aus der Tüchtigkeit von Chalka und der genialen Technik der CIG. Er verfügt sogar über einen speziellen Signalemitter, mit dem er andere Droiden in seiner Nähe steuern kann. Die Tests unter Kampfbedingungen übertrafen alle Erwartungen. Er hat ein Vermögen gekostet, aber das ist nun mal der Preis der Freiheit. Du verlässt dich ziemlich arg auf einen Druiden. Technologie gegen die Macht, das wird lustig. Ihr hättet euch lieber ein Ticket fort von Corellia kaufen sollen. Dieses Wunderwerk ist eine Investition in die Zukunft der CIG. Nichts könnte wichtiger sein. Na los, C9X. Zeig, was du kannst. Oh, er ist programmiert, dass er schreit. Bin wahnsinnig eingeschüchtert. Nein, Moment, bin ich nicht. Gut, er macht eine Menge Schaden, das gebe ich ihm. Hat ja mal nicht so gut funktioniert. Aber wir haben den Signalemitter. Damit könnten wir eventuell später die ganzen Druiden fernsteuern. Naja, zumindest kriegen wir das Kraftfeld auf, würde ich sagen. Das Geschäft ist ein Krieg, meine Herren. Und wir haben den Abschaum so gut wie besiegt. Meister Maas, wir haben Gesellschaft. Ihr hier? Das würde ja bedeuten, dass C9X... Ihr habt ihn zerstört? Unmöglich. Okay, unmöglich gibt es. Es ist zum Beispiel unmöglich, alleine einen Berg zu essen. Aber ansonsten... Das ist eure letzte Chance. Beugt euch der imperialen Herrschaft oder sterbt. Niemand schreibt mir vor, wann ich mich zurückzuziehen habe. Druiden, angreifen! Ben, nö. Tim, sie hat den Signalemitter vom C9X. Vielleicht sollten wir lieber tun, was die Dame sagt. Die Dame? Die Corellianische Ingenieursgesellschaft setzt sich für etwas ein. Das ist unsere Chance, das Gleiche zu tun. Nur zu, hetzt unsere eigenen Druiden auf uns. Wenn ihr die CIG versklavt, dann aber ohne unsere Hilfe. Gut, wie du willst, werden wir sehen. Ihr habt ihn gehört, Droiden. Feuer eröffnen. Herrlich, sprachgesteuert. Ich hatte schon Angst, man braucht da irgendwie eine Fernsteuerung, wo das Ding passt, weil die nur auf Signale, Droidensignale reagieren. Der wäre echt der Erste gewesen. Oder so. Funktioniert auch. Und die Druiden verschwinden anschließend. Keine Spuren. Ich bin fast ein bisschen begeistert von den Dingern. CIG-Ionenkanonen sind ausgeschaltet. Ja. Die Raketenbahnen können wieder eingesetzt werden. Das müssen wir feiern. Kommt sofort an Bord der Tears of Taris. Okay, das kriegen wir hin. Das heißt, Schnellreise zum Raumhafen und dann Aufzug. Ich glaube, wir sehen uns auf der Tears of Taris. Die Reise dahin ist ja ein wenig spannend. Bis gleich. Und da sind wir schon. Tears of Taris und Darth Janus könnte einigermaßen zufrieden sein mit uns. Haben ja schon ein bisschen was geleistet jetzt. Die Raketenbahnen sind auch wieder verwendbar. Dann bin ich gespannt. Es geht bestimmt noch weiter. Wunderbar.
Der Tod des CIG-Vorstands hat die Rebellion erschüttert. Wir werden dafür sorgen, dass der neue Führungsstab auf unserer Seite steht. Mein Meister will euch seinen Dank aussprechen. Ich bin Darth Decimus, Mitglied des Rats der Sith. Die führende Hand hinter der Invasion Corellias. Darth Barras hat guten Grund, jemanden zu hassen, der so mächtig ist. Eure Stärke durchdringt die Luft, die euch umgibt. Corellia ist voll von armseligen Leuten, erbärmlichen, durchtriebenen Tieren, die nur darum betteln, erobert zu werden. Wir können ihnen helfen, indem wir diese Schlacht gewinnen. Aber dazu brauche ich eure Hilfe. Na gut, was hab ich davon? Eigentlich will ich hier nur kurz was erledigen und dann habe ich andere Dinge zu tun. Ich mache das nicht kostenlos. Wohltätigkeit ist etwas für die Schwachen und die Faulen. Das Imperium ist weder das eine noch das andere. Ihr werdet angemessen entlohnt werden. Folgt mir. Und ihr werdet schon bald in Bergen von Kriegsbeute schwimmen. Aber zuerst vernichten wir die Rebellion. Wir müssen Corellia mit ihren Toten schmücken. Fahrt mit der Raketenbahn ins Tal der Arbeit. Helft Major Tradik, die Rebellen in ihrem Versteck auszuräuchern. Dann unterhalten wir uns nochmal. Ah, okay. Ich dachte schon, wir würden uns nie widersprechen. Du nimmst mir auch noch jedes kleine Stückchen Hoffnung. Was haben wir denn hier? Wir verlieren Stärke, das ist ganz schlecht. Wir kriegen eine Menge Stärke, das ist ganz gut. Das nehmen wir mal so mit. Das wäre das. Wunderbar. Jessamus möchte außerdem wieder mit uns sprechen. Das ist auch toll. Hier haben wir jede Menge Willenskraft und Ausdauer. Das könnten wir vielleicht gebrauchen. Für Jessa. 45 und 39. Ja, viel besser. Wunderbar. Da hätten wir Jessa auch noch ein bisschen aufgewertet. Gut, dann würde ich sagen, wir machen für heute mal wieder Feierabend. Wir haben es der CEG ganz schön gezeigt. Und ja, dann sehen wir uns morgen wieder, wenn ihr wollt. Und wir gucken dann mal nach den nächsten Quests, auch die Klassenquest. Nächste Zone, endlich. Bis morgen dann. Macht's gut, haltet die Ohren steif. Ciao, Freunde.